Hallo meine Süßen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch, wie ich meine Bilder am liebsten bearbeite. So, das ist jetzt mein Handy-Display und die beiden Apps, die ich zum Fotos bearbeiten benutze, sind einmal Snapseed heißt das und einmal Afterlight. Afterlight kostet, glaube ich, 89 Cent oder so. Und das habe ich mir mal gekauft, weil das echt ganz gut ist. Und Snapseed habe ich eine Weile ganz oft benutzt, jetzt benutze ich aber hauptsächlich Afterlight. Ich zeige euch erstmal kurz die Bilder, die ich gemacht habe und erkläre euch ein paar Sachen. Da fängt es an. Was ihr beachten solltet. Bei dem Bild seht ihr, dass ich hinter mir die Sonne habe. Was wirklich immer nicht so cool ist, es kommt wirklich nur ganz selten cool, weil ihr dann hier oben zum Beispiel in den Haaren oder so, sieht es halt einfach nicht so schön aus, wenn man dann sieht, wie die Haare abstehen und so und das einfach so ein bisschen matt ist, das Bild, das ist einfach nicht so cool. Aber am besten ist es immer, wenn ihr gegen die Sonne steht, natürlich auch nicht schräg zur Sonne, das ist natürlich noch schlimmer, dann habt ihr totale Schatten und man sieht hier auch die ganzen Unreinheiten, wenn ihr was in der Haut habt, das will man ja nicht. Und ja, da habe ich auch mal ein paar Pickelchen im Moment, ist meine Haut nicht so toll. Aber das ist ja nicht so schlimm. Und ja, das ist jetzt vielleicht auf dem Kameradisplay ein bisschen überbelichtet. Sieht aber ganz gut aus, das Bild. Das werde ich euch auch auf Instagram hochladen, wenn es fertig bearbeitet ist. Ja, das ist so das, was für mich optimal ist als Bild. Als Grundvoraussetzung, wollte ich sagen. Und ihr müsst darauf achten, dass wenn am besten ist es, einen super hellen Tag zu nehmen und euch dann in den Schatten zu stellen. Also, oder wenn es komplett bewölkt ist, dann ist es auch schön. Also im Schatten, aber so, dass die Umgebung hell ist. Dann sieht das Bild am besten aus und dann halt in die Richtung, wo die Sonne eigentlich wäre, wenn ihr nicht im Schatten wärt. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Und dann habe ich hier nochmal ein Bild gemacht. Da sieht man das jetzt vielleicht, dass ich da so ein bisschen Augenringe habe. Also so ein bisschen Schatten unter den Augen. Und da will ich euch dann gleich zeigen, wie man das ganz einfach wegbearbeiten kann. So, dann gehen wir mal auf. Ich zeige euch erst das schnell mit den Augenringen, weil das mache ich wirklich fast nie, weil ich immer von vornherein schon schaue, wie das. So, dann haben wir hier Snapseed. Foto öffnen. Los, öffnen Sie das Foto. Nehmen wir das. So, dann gibt es hier. Also da kann man auch echt viel machen mit dieser App. Aber ich mache meistens hier das. Dann nehmen wir hier. Selektive Anpassung ist das. Da kommt dann hier unten, müsst ihr auf dieses, das da, das Plus blau ist. Und dann klickt ihr einfach mal irgendwo hin. Dann könnt ihr mit zwei Fingern, seht ihr das? Dann wählt ihr den Bereich aus. Ich mache den immer sehr klein. Und dann könnt ihr das noch weiter verschieben. Und der zeigt euch oben auch mit dem kleinen roten Kreuz, in welchem Bereich ihr seid. Dann zieht ihr das auf das Dunkle des Auges. Macht das noch ein bisschen kleiner. Und dann macht ihr das heller. Indem ihr den einfach zur Seite zieht, weil ihr seht hier das Haar. Seht ihr das Haar? Da ist ein Haar. Wenn ihr das dreht, dann wird es mehr oder weniger. Und ihr macht es heller. Ganz viel heller. Und dann könnt ihr das noch nach oben schieben, dann kommt die Sättigung. Da mache ich eigentlich nie was dran. Und dann Kontrast mache ich meistens weniger, damit es nicht so auffällt. So. Und jetzt seht ihr das. Ist das Auge, ist das weg. Seht ihr das vorher? Und nachher. Vorher und nachher. Das ist schon echt ganz cool. Ja, und dann könnt ihr das speichern und dann könnt ihr so, wenn ihr jetzt irgendwie doch mal ein unvorteilhaftes Bild gemacht habt, könnt ihr das noch retten und ja, die Augenringe wegmachen. Das ist ganz cool. So, und dann nehmen wir Afterlight. Das benutze ich eigentlich mittlerweile immer zum Fotos bearbeiten. Ja, dann gehen wir hier auf Foto auswählen. Wählen wir das Foto aus, welches ich sehr gerne mag. Und nehmen wir Häkchen, wir wählen das. Wählen Sie das. Und wir usen das. So, und ich mag das persönlich sehr gerne, wenn meine Bilder ein kleines bisschen blaustichiger sind, als sie in echt sind. Weil ich finde, dass es meiner Haut schmeichelt und meiner Augenfarbe und allem. Weil, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber meine Augen sind halt so ein bisschen so eine Mischung aus Blau und Grün. Und ich mag das sehr gerne, wenn die grün aussehen und wenn die blau aussehen. Deswegen haue ich da noch so ein bisschen Blau immer rein. Und ich mache eigentlich immer dasselbe. Ich gehe hier unten auf diesen bunten Kreis. Da sind dann die ganzen Filter, die ihr auswählen könnt. Da gibt es auch ganz schön viele. Und dann nehme ich hier immer Finn. Den mache ich dann immer so ein bisschen runter auf so 30 oder so in dem Dreh. Dann kommt Häkchen angeklickt. Dann nochmal auf den Filter drücken. Dann gehen wir hier auf Seasons.
Und dann ganz hinten Moon. Der ist sehr blau, stichig. Auch sehr krass, der Filter. Den ziehe ich auch immer ziemlich stark runter. Ja, mache ich jetzt auf 30 auch. Und dann warte ich, bis das verarbeitet ist. Los, verarbeiten Sie. Manchmal hängt es sich dabei auch irgendwie auf. Das liegt daran, dass mein Handy, glaube ich, zu langsam ist. So, jetzt ist es da. Jetzt gehen wir hier auf diese unten, auf diese Regler. Da können wir dann noch alles mögliche andere verstellen. Da mache ich dann meistens noch die Helligkeit, also Brightness, ein bisschen runter. So, auf minus 49 habe ich das jetzt. Und dann mache ich den Kontrast immer ein bisschen rauf. Los, Kontrast. Möchten wir raufgehen? Ja, das möchten wir. So. So. Fertig. Und dann, was ich super gerne mag, hier gibt es noch, wenn es weiter scrollt, hier ganz am Schluss könnt ihr noch in jeder Farbebene die Farben einstellen, die euch fehlen. Ich mache gerne beim Schatten dann noch ein bisschen Blau mit rein und dann finde ich, dann, den ziehe ich dann natürlich ein bisschen runter, weil so krass muss das nicht sein. So. Ja, und dann finde ich, macht das echt irgendwie was ganz krass Schönes aus. Und wenn man zum Beispiel rote Haare hat, denke ich mal, es ist auch super cool, wenn man dann noch so ein bisschen Rot mit reinmacht. Einfach, dass es dann halt, das macht die Haarfarbe immer ein bisschen schöner und auch den Hintergrund, finde ich persönlich. Und ja, das ist so das Grobe und Ganze, wie ich meine Bilder bearbeite. Dann mache ich meistens, um die auf Instagram anzupassen, gibt es hier dieses, das ist das letzte Bild hier, dieser, was auch immer, Karo mit Kreis. Und dann rücke ich auf Original und dann auf das hier, das zweite, da. Und dann ist das ausgefüllt quasi als Quadrat. So, das ist gut. Dann könnt ihr das so bei Instagram hochladen. Und da könnt ihr hier oben auch noch eine andere Farbe wählen. Aber ich nehme mal weiß, weil ich finde, dass das schöner ist. Und ja, dann machen wir dann und dann hier oben dann. Und dann können wir das direkt da über Instagram hochladen. Los. Wir schaffen das. Dann lädt er das da rein. Und ja, dann könnt ihr das jetzt in Instagram weiter bearbeiten. Ja, ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat, weil ich denke mal, das ist so, eigentlich sind das so ganz kleine Kleinigkeiten, die jeder irgendwie machen kann. Aber manche wissen das vielleicht gar nicht oder denken nicht so drüber nach, was am besten ist. Und vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen, dass er sich denkt, ja, yeah, jetzt weiß ich, wie ich lieber Fotos mache, dass ich mich besser fühle und so. Weil ich finde, das ist auch irgendwie gar nicht verwerflich, wenn man sich da noch so ein bisschen filtert und so. Ich meine, das macht ja jeder gerne, sich von seiner besten Seite zu zeigen. Und solange man auch trotzdem mit sich klarkommt, wenn man ohne Filter durch die Welt geht, ist, denke ich mal, alles gut. Und ja, ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so, was bei euch so das Wichtigste ist. Vielleicht welchen Filter ihr von Instagram zum Beispiel am liebsten benutzt. Bei mir ist es irgend so ein neuer, der heißt irgendwas mit S. Den finde ich auch ganz cool. Oder sonst immer dieses mit C, Cinema oder so. Ich glaube Cinema ist der. Ja, gut, dann habt noch einen schönen Tag und könnt mich gerne auf Fotos verlinken, falls ihr das jetzt ausprobiert und denkt, boah, das ist voll das gute Foto geworden. Dankeschön, das habe ich wegen dir gemacht. Dann könnt ihr mich auf Instagram da verlinken, dann sehe ich das. Und ja, dann bis dahin, passt gut auf euch auf.